Yo, Leute, zurück bei Call of Juarez. Und es geht weiter. Mal schauen, wie es weitergeht, würde ich mal behaupten. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. And what about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rolled with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Okay, Jesse James kommt auch vor. Der Tod reitet einen stählernen Hengst. Naja. Ich reite ein brennendes Pferd bei Darksiders 2 momentan. Das ich auch übrigens irgendwann mal Let's Playen will. Ich habe Darksiders 1 schon wirklich, ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar angefangen. Und ich habe wirklich es einfach nicht geschafft durchzuziehen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie war es immer wieder so, dass es damit geendet hat, dass ich dann andere Spiele nachher Zeit interessanter fand. Dabei finde ich eigentlich, ist die Geschichte richtig mega von... Super. Die Geschichte richtig mega von Darksiders, aber... Naja. Und ihr kennt ja die Devise bei mir auf dem Kanal. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, beziehungsweise, was heißt, wenn es mir nicht gefällt, ne? Wenn ich es nachher Zeit irgendwie nicht mehr so feier, wie zum Beispiel bei Starbound, bestes Beispiel, dann werde ich dieses Spiel nicht weiterspielen. Es ist ja auch sinnlos, ein Spiel zu spielen, was einem eigentlich gar keine Lust macht, ne? Was ist denn jetzt los? Genau, Willenskraft. Wahrscheinlich. Ah, fuck. Warum habe ich den jetzt nicht bekommen? Gut, was soll's? Wir gehen weiter. James Younger Gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Alter, wie viele Vögel sind denn da oben? I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Okay. Haben wir. Ich renne jetzt hier mal so ein bisschen nach vorne. Fuck. Okay, Dynamit. Ja, da konnte ich nichts machen. Hat mich jetzt schon hart umgeworfen, würde ich behaupten. Hier! Und noch ein. Auf dem Freien hier. Fuck! Okay, den haben wir. Das
Dynamit hat auch relativ gut aufgeräumt. Ja. Der Typ springt lieber vom Zug. Krasser Typ auf jeden Fall. Beiseite mit dir. Na, komm. Und rein da. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I've never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Okay, warum ist jetzt weiterhin hier Zeitlupe am Start? You don't think he met Jesse James? Kann es sein, dass sich die Waggons gerade wiederholen? Ja, okay. Did I mention that this Jim was married to the infamous Bell Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Voll dunkel gerade, ey. Hä? War neben mir einer oder was? Alter. Gewehr raus, hier, komm. Her mit dem Gewehr. Jawoll. Silberschrotflinte. Hört sich gut an. Bam, Junge, geh fliegen. Richtig geil. Da ist einer. Und da war auch einer. Ah, scheiße. Mist, da bin ich doch eigentlich zuerst noch zur richtigen Seite ausgewichen. Und dann habe ich es doch verkackt, ich Trottel. Oh. Hä, das hat die nicht mitgenommen? Okay, okay, wir bleiben in Deckung. Und jetzt gehen wir weiter. Oh, shit. Bam. Rüber. Gatlinger, Gatling. Oh, shit. Fuck. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Ah, shit. Okay. Treffen wir den damit? Jawohl. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Hä? Wir haben doch seinen Lebensbalken zerstört. Och Gott, ist das scheiße. Wir hatten ihn doch. So ein... Also, bitte. Schwachsinn. Hier liegt irgendwo was. Okay, sehr gut, ey.
krass, die Einschusslöcher. Ist zwar geskriptet, aber das ist cool. Das Gewehr. Lieber zerstöre ich das. Okay, okay, okay. Vorrennen. Kaputt machen. Rüberrennen. Und Dynamit. Jawohl, jetzt haben wir ihn aber. Ja, ach. Jetzt ist er auf einmal wirklich tot. Oh, viel Explosives. Scheiße. Okay, okay. Da sehe ich doch noch einen. Jawohl, jawohl. Ey. Hier, könnt ihr haben. Toll, 5 Punkte. Jawohl. Ah, da war noch einer. Hä? Wo war der denn jetzt? Egal, wir rüsten uns auf. Einfach mal legendäre Waffe freigeschaltet. Schadet ja nicht. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included okay. James himself. Jawohl. Alter. So, jetzt haben wir ihn aber. Krasser Typ hier. Was ist denn los mit dir? Shotgun-Opa, ey. Okay, ist ja gut, hör mal. Dann gehen wir mal weiter zu Jesse James. Beziehungsweise wir probieren mal. Oh, scheiße. Fuck! Ich hätte tatsächlich ausweichen müssen. Okay, dann machen wir das nochmal. Oh, scheiße. Fuck! Wie soll ich denn den... Ah, fuck, ich weiß wie. Okay, ist gut. Also links halten. Und in die Hocke gehen. Schön in die Hocke gehen. Und geschafft. Was ist denn jetzt los? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Harden. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Ja, komm. Ich hab ihn! Ich hatte ihn! Nein! Nein, nein, nein. Ich hatte Jesse James. Diese Made. Komm, wir versuchen es nochmal. Setz den Fokus doch! Okay, okay. Jetzt. Ach, ich kann ausweichen. Das sagt er mir jetzt. Ich hab's total verpeilt. Da hätte ich doch vorhin bei den Zweien auch ausweichen können. Bin ich ein Hänger, Alter. Shit.
was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. Okay, Level abgeschlossen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.